nur spielen. Oh, auch noch ein Bonusspiel. Jetzt kriegt er auch noch den dritten Fisch, Alter. Ich könnte. Hä? Ach, ja, da geht's durch die Wand. Runter, runter. Geht's nicht noch weiter runter? Ich glaube, du musst nach ganz rechts, da findest du einen 150er Fisch irgendwo. Da unten. Mhm. Ich hab was gewusst. Nennt mich Sus. Oder Jesus. Nur dry, nur dry. Der Schein mit der langen Lanze. Ist der Lanzeschein? Ja, wir sind die drei Ritter von Camelot. Sir Lancelot. Sir Lancelot. Die Ritter vom Twitter. Ich möchte nicht vom Twitter kommen. Da wäre man nur so eine Eintagsnachricht. Ja, wir können uns eigentlich outen. Schein ist eine Frau, ich bin ein Kerl und Steffi ist ein Biber. Ich bin Biber. Oh, nicht diese Arnold-Krokodile. Gegen die kann ich nichts machen. Oh je, das ist wieder so ein schönes... Das ist wieder so ein Salvatore-Hütchen-Spiel. So. Links, also links, links, links! Ich meine ganz rechts. Ich meine der zweite von links. Der hier? Mhm. Ja, aber ich meine den ganz rechts. Na, dann nimm ihn. Er hätte meinen genommen. Aber nein, ich habe ihm noch den guten Tipp gegeben. Dann muss ich mir doch gleich mal die Brust reiben. Ah. Die haarige Brust. Steffi, darf ich deine Brust reiben? Nee, aber du kannst meine Bananenmilch volltrinken. Dann muss ich meine Melkmaschine mitbringen. Brauchst du dafür eine Maschine? Ich kann sie auch selber saugen. Siehst du noch dieses Melkmaschinenlied von Klaus und Klaus? Boah. Wir hatten doch mal so eins, oder? Irgendwas mit Melkmaschine kaputt oder so. Ich weiß nicht mehr, wie das noch ging. Gibt da nicht Klaus und Klaus noch? Ich meine, die hätten sich doch getrennt, oder nicht? Ich weiß es nicht. Der eine Klaus ist doch auch bei Torfrock, oder nicht? Der kurze, wa? Ja. Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Noch. Die haben vor kurzem noch hier bei uns gespielt. Ja, die gibt's noch, aber da spielt wenn nur der kurze von Klaus und Klaus ja, und du. Ja. Der große Klaus, der hat ja außer. Hat ja sonst nichts gemacht. Nee, außer dass er sich von seiner dritten Frau scheiden lassen hat und sich ein viertes Kind da anhängen lassen hat. Aber das ist auch schon wieder eine Kunst. Ich wundere mich, wie ihr informiert seid. Aus dem Klaus konntest du ja auch, glaube ich, drei oder vier Kinder so rausschneiden. Ohne Scheiß, der hatte wirklich nur Pökelmett an sich, ey. Pökelmett? Pökelmett! Ist das hier Boss? Jo, ist Boss-Time. Also schaffe ich. Schaffe ich. Bist du wieder an der Reihe. Hau dem Geier eins auf die Nuss. Sonst ach, der Geier! Damit. Oh. Oh, Sigi! Ich hab gedacht, du darfst auch mal einen Boss besiegen. Das ist ein echter. Wow. Ein echter Hardcore-Vogel ist das. Der frisst die Eier auf und spuckt die Nüsse dann wieder raus. Ohne Scheiß, der hat so einen langen Hals, Steffi. Also der kann echt was machen, ne? Und der ist pink. Ja, das... Boah, der ist schon weg. Da ist er down. Und da kracht die Banane auf seine Rübe. Die Banane. Da ist sie. Die Banane. Oh, jetzt wird's aber richtig übel, glaube ich. Meinst du? Ja. Dann überlasse ich dir dieses Level und ich verabschiede mich natürlich wieder. Mal kurz, ich überlasse dieses Level euch beiden alleine.
Geht er jetzt pinkeln oder was meint er da? Ey, ja, was von Recht, das gibt's ja gar nicht. Er haut einfach ab, er mag uns einfach nicht, er hält uns was? Entbehrlich. Er mobbt uns. Ja, aber so. Hinterrücks ruft er jetzt gleich irgendjemand an. Arnold Schwarzenegger oder so. Ja. Ja, ja. Der hat eine jetzt. Blase wie ein Mädchen. Schlimm so. Jetzt bin ich gerade gestorben und jetzt muss ich warten, bis der Sigi wieder zurück ist. Ja. Herr und von zu Siegbert. Beeilen Sie sich doch mal bitte. Ich kann nicht weitermachen. Hier, ich drücke alle Tasten. Aber tut sie nichts, weil der Herr Siegbert an der Reihe ist. Ja, und das für 10 Sekunden, ne? Ja, befürchte ich auch. Dann ist wieder das Ende vom Lied. Ich hoffe, er schafft es zumindest bis zum Checkpoint. Alter, ihr könnt auch mal leiser lästern, ey, das gibt's ja gar nicht. Hör mal. Ich glaub doch was Gutes. So. Was? Ist schon was passiert jetzt? Ja. Ich hab doch gerade ausgeschossen. Oh nein. Du musst den Geier treffen, sonst kommst du da nicht rüber. Ja, aber... Hier, so. Ja, aber ich hab doch... Ach, das ist ein bekacktes Level hier. Und bei diesen beiden Vertragspartnern fragen sich manche Leute noch, warum ich Postbote geworden bin. Ich habe nie darum gebeten. Du hast mich durch deine obszönen Kommentare darum, ja, wie soll man das sagen, gezwungen. Also meine Rechnung kannst du gerne behalten. Also wenn ich irgendwann mal bei dir Postbote sein muss. Oh nein, wieso immer diese blöden Bonusspiele? Ich hab echt keinen Bock mehr drauf. Oh, es scheint was, aber tolle Turnschuhe. Flieg mal nach ganz rechts durch. Und so lange Beine, ne? Oh, du bist aber auch ein sexy Stück, ey. Spinne? Ja, Steffi, du auch, du. Komm her, hallo. Steffi ist die Spinne. Mit den Turnschuhen, ja. Oh, Steffi hat doch so viele Arme, dich kann man gar nicht bedienen, du. Steffi, du hast doch einen Hals. Giraffe? Nee, Strauß. Strauß. Zu lange Beine, ne? Oh. Halt die Klumpe neidisch. Das Klümpchen, du. Hat die ganze. Ein Politiker, der Strauß hieß? Friedrich Strauß? Ja. Oh mein Gott. Ich hoffe, das ist richtig. War der nicht Finanzminister oder? Ich weiß es nicht. Kein Plan. Du als Unter. Der war von der CDU auf jeden Fall. Was? Das ist kein Wunder, dass ich ihn nicht kenne. Von der christlich-demokratischen Union. Uni. Ah, Tatsache, da ist so genau was. Dass der das noch. Das, ich raff das nicht. Tarzan? Nein, aber er macht hier so Bam Bam, Face Face und ich kenne mal alles mal eben. Facebook? Nein! Ah, der Checkpoint. Was habe ich denn gerade falsch gemacht? Ich habe doch fast alles gleich gemacht. Ja, du hast nicht auf den Geier gezielt. Du das hast einen Sturzflug gemacht. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Das Bruttosozialprodukt. Das waren noch Zeiten. Neue deutsche Welle. Die NDW, oh yeah. Mit Hubert K. und Co. Ja, das Wirtschaftswunder. Na, Hubert K. war, glaube ich, nicht das Wirtschaftswunder. Der war ja peinlich. Ja, das ist ja auch.
Ich sehe den Sternenhimmel. 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 Wow. Habt ihr etwas Zeit für mich? Sing ich euch ein schönes Lied vom Hänsel und Gretel, wo wir wo Sigi, nein. Du stirbst aber auch in den bescheuertsten Situationen. Ja, Multitasking, ne? Das wir ist müssen nach rechts Schein schießen, nach links und auch mich voll in die Wemse von der blöden Biene rennen. Och, Sigi! Ich steht nicht auf Bienen. Möchtest du nicht mal richtig schön durchgestochert werden, ja? Bist du kein Imker? Imker haben echt ein sehr schlechtes Liebesleben. Sie stehen nicht auf Kühe, das stimmt. Ja, das... Weiß ich nicht, du hast einen Hund mit einem Nintendo-Pad als Bild, also... Kann er nichts dafür, wenn Frodo den mag. Ja, aber... Was hat denn jetzt der Frodo mit deinen Imker-Dings zu tun? Oder hat der Frodo dich gestochen? Der Frodo wollte Muni stechen. Der wollte so ziemlich jeden stechen. Der Frodo Hui! Ist so ein alter Stecher. Der alte Stecher. Ja! Habt ihr es geschafft? Sigi macht mal wieder alles kaputt. Ich wollte gerade sagen, ich habe mein Bestes gegeben, aber als diese Nuss auf mich zugeflogen kam. Es ging die nicht. Nuss? Die Nuss? Die Nuss. Eine Walnuss oder eine Haselnuss? Welche Nuss immer du möchtest, my lady. Schwarzbraun bin auch ich. Cheat, ey. Cheat. Gehört der Heino eigentlich auch zur neuen deutschen Welle? Der Heino gehört zur Albino-Fraktion. Was? So was Weißes mit roten Augen? Ja. Oh, wir haben das erste Level geschafft. Yeah! Was, erste Level jetzt? Die ganze Zeit schon? Ja, von der dritten Welt. Da war doch was links. Ja. Holst dir, Tiger! Biber! Biber! Ein Biber! Komm mal, Biber, Butze, man! Oh! Hast du es verkickt? Hat's verkickt! Das ist alles nur geglaubt, ey! Kick! Klick den Kick! Der Dings-Tier-Discount! Was lachst du denn, Sigi? Kick war mal euer Sponsor. War bitte, ja? Ich bitte mal darum, ja? Da habt ihr eine bessere Saison als jetzt gehabt, oder nicht? Da haben sie Kick als Trikotsponsor und spielen in der Champions League. Ja, und wir waren gar nicht so schlecht. Gegensätze ziehen sich halt an. Jetzt haben sie die Targo Bank, die, glaube ich, auf dem besten Weg ist, den Lehman Brothers Gesellschaft zu leisten. Kannst du mal bitte von den Tatsachen wegsehen? Können wir jetzt ein bisschen... Was soll ich denn sagen, wenn selbst die HSH Nordbank mehr Umsatz macht als ihr? Boah, er ist echt... Er kann nichts Positives sagen. Du, Sigi, soll ich dir die Mütze zuschicken, die der Bremen-Fan bei uns im Haus weggeworfen hat? Zum Trost nach dem letzten Spiel. Ich weiß ja nicht, aber... Stuttgart... Die lag auf dem Rasen. Also die hat er nicht mehr geholt. Also ich weiß gerade nicht, wem ich von euch beiden meine dreckige Unterwäsche